Es gibt Menschen, die behaupten, früher war alles besser. Meine Oma sagt das auch ganz oft. Und ich muss sagen, so ein Stück weit hat sie da auch recht. Allein schon das Musikhören. Das war nicht einfach nur Hören, das war ein Genuss. Allein schon, wie es zelebriert wurde, wenn eine Schallplatte aufgelegt worden ist. Und das durfte auch immer nur meine Oma machen. Ich musste die Finger davon lassen, weil sowas ja auch sehr sensibel und empfindlich war. Aber der Musikgenuss an sich war schon wirklich was Tolles. Ne? Aber damals Musikhören hatte auch viele, viele Nachteile. Denken Sie doch mal ans Radio hören, wenn das gerauscht hat und gestört hat. Und dann hatte man gar nicht so eine Auswahl. Da hatte man vielleicht zwei Sender und mit denen musste man sich begnügen. Deswegen kann ich nur sagen, wir verbinden heute Nostalgie mit Moderne. Und wie das funktioniert, das verrät uns Ralf. Ja, wir beginnen mit Radio. Nachher kommen wir dann aber auch noch zu den Schallplatten. Und Radio hat ja wirklich eine lange Geschichte. Also für mich ist Radio nicht wegzudenken. Morgens, wenn ich Kaffee mache, läuft das Radio. Bei mir auch, ja. Dann, wenn ich im Auto bin, läuft das Radio. Das ist auch immer noch, und da gibt es viele Umfragen, das glaubhafteste Medium. Ja, weil Internet, dem traut man nicht mehr, der Zeitung auch nicht unbedingt. Aber dem Radio, dem vertraut man noch. Und schöne Musik kommt auch. Nur Radio hat eine lange, lange Geschichte. Angefangen ungefähr im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise eigentlich spielen die beiden Weltkriege für die Radiogeschichte eine Riesenrolle. Ja. Ja, und zwar, wenn man irgendwie mal aus so einem Mist was Positives ziehen will, dann ist es die Entwicklung des Radios. Okay. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg waren ganz viele Funker und diese Rundfunkelektroniker, die hießen damals anders, waren arbeitslos. Als Soldaten haben die gedient. So, und da waren viele jetzt einfach in der Beschäftigung, Radios zu entwickeln. Okay. Und so wurde das dann wirklich forciert mit diesen ehemaligen Soldaten, mit den Meldern oder wie immer man die nannte. Und das war die erste Stufe. Und dann kam auch die erste offizielle Radiosendung in Deutschland 1920, und zwar genau am 22. Dezember, damals noch in der Weimarer Republik zustande. Das war eine Weihnachtssendung, ein Weihnachtskonzert vom Sender Königs Wusterhausen. Und dann natürlich rasender Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg, gehen wir auch noch kurz dazu, wurde auch wieder Radio erlaubt von den Alliierten, allerdings nur noch mit Ultrakurzwelle. Mhm. Ja, damit die Reichweite nicht mehr so groß ist, weil wir wissen, im Zweiten Weltkrieg Propaganda und alles, das sollte verhindert werden. Und das hat sich hinterher auch als positiv herausgestellt, weil bei UKW ganz einfach die Qualität, die Klangqualität wesentlich besser war als bei allen anderen. So, und somit verdanken wir eigentlich die ersten Radios auch irgendwie den Kriegen. Aber da ist viel passiert, Röhrenradios, dann die ersten Stereoradios, dann hatten wir Transistorradios und heutzutage sind wir beim Digitalradio. Also DAB+, Digital Audio Broadcasting in der neuesten Generation. Und das hat jeder schon mal gehört und es ist die Zukunft, weil es absolut störungsfrei ist. Ja? Und du hast eine unglaubliche Qualität. Und das hier, was wir hier sehen, dürfte wohl eines der kleinsten Digitalradios überhaupt sein. Hier, das kann man jetzt einfach in die Hosentasche stecken. Naja, Hosentasche nicht, aber mitnehmen, wo immer du bist. In die Handtasche. Und du hast vorhin Nostalgie und Moderne gesagt. Natürlich haben wir hier auch einen ganz normalen FM, also UKW-Empfang für meine Lieblingssender per UKW, die vielleicht nicht per DAB Plus senden, aber für alles andere habe ich DAB Plus. Das Ganze ist 8 Watt stark und hier drin haben wir, jetzt müssen wir immer sagen, in unserem Studio sind wir abgeschirmt. Wir haben weder Radioempfang noch DAB Plus Empfang. Vor der Türe wäre das jetzt was anderes, aber hier könnten wir selbst, wenn wir gar keinen Empfang haben, auch Musik hören, weil dieses kleine Radio ist auch noch Bluetooth-fähig. Und einfach mit dem Smartphone verbinden, das habe ich jetzt mal gemacht. Und dann hören wir uns das auch einfach mal an. Und hier, jetzt läuft dieses Radio. Hier einfach eine Lautstärkeregelung. Ja, und mit 8 Watt kommt da schon ganz angenehm Musik raus. Wichtig hier bei diesem Radio ist auch, wir kennen das früher noch mit unseren Taschenradios, die wir hatten, wir mussten andauernd Batterien wechseln. Das musst du hier nicht. Dieses Radio wird akkubetrieben. Mhm. Einmal aufgeladen, hat das 10 Stunden Akkulaufzeit. Aber das sind ja auch so Radios, die gerne mal in der Garage, in der Küche oder im Bad Verwendung finden. Und da kann man es natürlich über Micro-USB, genauso wie ein Smartphone, an Direktstrom dann
hält es natürlich immer. Aber das ist einfach kleinhandlich, unglaublich einfach zu bedienen. Du siehst hier gerade mal 6 Schalter. Wir haben noch einen Wecker drin, du kannst es also auch auf dem Nachttisch verwenden. Die Uhreneinstellung ist immer funkgenau, weil das kommt über das DAB-Plus-Signal, sodass du auch hier im Prinzip eine Funkuhr hast, weil dadurch 100% verlässlich. Und jetzt müssen wir auch mal über den Preis reden. Radios. Ich habe mich mal erkundigt, nach dem Zweiten Weltkrieg, 1952, als UKW verbreitet wurde, da gab es dann Geräte, die man kaufen konnte, und das nannte sich Übertragungsempfänger. Okay. Und die haben damals 380 D-Mark gekostet. Wow. Das waren Röhrenteile, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, damals 380 Euro D-Mark, das entspricht heute 975 Euro. Ja? Wahnsinn. Und das für so einen kleinen UKW-Empfänger. Und da hat sich auch einiges getan. Schau auf unseren TV-Sonderpreis. Ja, denn nicht nur das Radio an sich ist klein, auch der Preis ist klitzeklein. Und so kann man das auch mal schon als Zweitradio benutzen. 28,45 Euro. Das kann man in der Küche stehen haben, im Gästezimmer oder vielleicht morgens im Badezimmer, währenddessen man sich fertig macht. Aber auch gerne für unterwegs. Auch das ist gar kein Problem, egal wo Sie sind. Es ist ja so klein, es wiegt nicht viel, es sieht ultra schick aus und die Klangqualität ist fantastisch. Und ob Sie jetzt über digitales Radio hören oder über die Lieblingsmusik von Ihrem Handy, das ist gar kein Problem. Ich finde ja, für 28,45 Euro, da macht man doch alles richtig. Ganz im Gegenteil, man ärgert sich, wenn man jetzt hier nicht zugreift. Ist übrigens auch ein schönes Nikolausgeschenk, passt perfekt in den Stiefel. Es gibt ja auch so Hobbybastler, die dann ihr Werkbastelzimmer haben. Da könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Richtig, und dann hast du eben das Zukunftsradio DAB Plus in kleinem Taschenformat zum Mitnehmen, ja, egal wo du bist. Dann natürlich per Akku betrieben oder, wenn es fest installiert, Direktstrom. Aber ich muss auf jeden Fall keine Batterien kaufen. Und der Preis auch wirklich phänomenal. So, jetzt bin ich ein absoluter Radio-Fan und ich mache mal das erste Radio aus. Hier stoppen wir wieder, weil wir sind bei Nummer 2. Und das ist für mich das perfekte Radio für Küche, Esszimmer. Warum? Ja, ganz einfach, weil du hier ein kompaktes Gerät hast, sehr leistungsstark mit 40 Watt, aber du hast hier wirklich alle Optionen, die man heutzutage braucht, um Musik zu hören. Hier sehen wir das. Und du siehst schon vor dem Einschalten, das sehen wir jetzt, das ist im Standby-Betrieb, hast du verschiedene Informationen auf dem Display. Das geht ganz einfach, weil dieses Radio einmalig mit dem Internet verbunden wird. Jetzt habe ich zum Beispiel bei uns Wetterdaten hinterlegt. Du kannst aber auch Finanzdaten hinterlegen. Das heißt, wenn du dann auf den Bildschirm schaust und mit der Fernbedienung durchscrollst, da kann man ja weiter drücken, dann siehst du die Wettervorhersage für heute, morgen und die ganze Woche. Mhm. Ja, das ist schon mal ein Highlight. Und jetzt schaltest du ein und jetzt hast du unendliche Möglichkeiten. Radio, das hatten wir schon gehabt, nämlich hier auch wieder DAB Plus und FM. Aber hier auch gleichzeitig ein Internetradio. Und wir sprechen ja immer von Sendevielfalt. Ja. Bei DAB Plus, je nach Bundesland, sind so mittlerweile 30, 40 Sender hinterlegt. Bei UKW sind es, je nachdem, wo du wohnst, 5, 6 Sender, die du bekommst. Und jetzt beim Internetradio, und jetzt halte ich fest, da gibt es nur Schätzfragen, zwischen 15 und 30.000 Sender. So viel kann man ja gar nicht hören im Leben. Ja, Wahnsinn. Das wird schwierig, aber schon allein das Suchen macht riesengroßen Spaß. Gleichzeitig kann ich mit diesem Radio auch, aber auch, jetzt gehen wir wieder zurück zur Nostalgie, meine CDs noch anhören, weil da ist genauso ein CD-Player mit drin. Hier sehen wir jetzt mal die Menüführung vom Internetradio. Da kannst du also nach Genre, nach Ländern, nach Regionen, nach allem suchen, was du willst, und dann wirst du fündig. Und selbst wenn du nicht weißt, was du suchst, wirst du unglaublich überrascht sein, was es da alles gibt. Es gibt Sender zum Beispiel, die spielen ausschließlich Michael Jackson, ausschließlich Elvis Presley, 24 Stunden am Tag. Das ist enorm. Und es gibt auch hier, gerade mit dem Genre, es gibt Sender für Leute, die im Radio eigentlich immer zu kurz kommen. Mhm. Und das sind Jazz-Liebhaber, Blues-Liebhaber, Klassik-Liebhaber. Ja, ja. Die sind da immer ein bisschen außen vor, weil das einfach nicht die breite Masse hört. Und dementsprechend kommt es nicht im normalen Radio. Im Internet findest du das Radio. Ja? Und hier sehen wir jetzt CD-Player mit drin. Das heißt, die alte CD-Sammlung muss noch lange nicht weggeschmissen oder eingemottet werden. Ist ja noch gar nicht so lange her mit den CDs. Ne? Ja, ich habe auch noch ganz viele. Gefühlt ist es
eigentlich schon ewig her, weil heutzutage natürlich neue Tonträger, USB-Stick oder Bluetooth. Ja, weil viele haben ja ihre Musik mittlerweile auf dem Handy. Aber dieses Radio, was wir hier haben, ist auch Bluetooth-fähig. Das heißt also, das ist, was Radio angeht, im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Und wenn wir jetzt mal vorne aufs Display gehen, und ich muss das von hinten machen, deshalb, wenn ich jetzt mal mich ein bisschen vertue, dann nicht traurig sein, ich versuch's. So, jetzt sehen wir hier unten die Pfeiltasten. Da sehen wir sie. Und jetzt habe ich gerade das Wetter. So, und ich muss doch ein klein wenig nach vorne. Also hier Uhrzeit, klar, es ist noch ausgeschaltet. Das ist wichtig. So, und jetzt gehe ich hier auf die Pfeiltaste, dann sehe ich hier für unsere Region, wir sind in der Nähe von Göttingen, das Wetter heute, das machen wir ganz schnell weg, das sieht nämlich fürchterlich aus, die nächsten einzelnen Tage. Ah, sieht nicht besser aus. Naja. Siehst du, jeden einzelnen Tag, also diese Woche können wir, glaube ich, wettertechnisch getrost vergessen, aber dann haben Sie natürlich mehr Zeit, bei Pearl TV zuzuschauen und solche tollen Produkte zu entdecken. So, jetzt schalten wir das einfach mal ganz einfach ein hier und sehen dann, ich kann das natürlich auch mit der Fernbedienung machen, kleinen Moment, machen wir. So, jetzt meinen letzten Sender, den ich gesucht habe, und zwar, das ist jetzt für mich Heimatverbundenheit, weil Sie sehen vielleicht Schwarzwaldradio. Radio kommt natürlich aus dem Schwarzwald. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was die spielen. Und hören wir mal. Oh, Morning Has Broken, wenn ich es richtig höre an den paar Takten. Aber auch wenn Sie sich unsicher sind, Sie sehen jetzt immer auf dem Display, und das ist auch noch eine Ausnahmeerscheinung bei Internetradio und Digitalradio, hier. Sehen Sie es da, Interpret, natürlich auch den Titel. Man muss da nicht mehr raten, oh, was war das, und hoffen, dass es der Moderator sagt. Das ist alles mit drin. Ich mache aber mal wieder ein bisschen leiser. Fantastischer Klang übrigens mal so auf dem Weg. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist ja ultra cool. Das ist wirklich cool. Und wenn Sie Internet oder DAB Plus Radio zu Hause haben, also nur ein kleiner Tipp von mir, ich bin da ein bisschen befangen, gebe ich zu, weil ich aus dem Schwarzwald bin, aber hören Sie mal Schwarzwaldradio. Ich bin mir sicher, die Musikmischung wird Ihnen gefallen. So, die Menüführung, ganz einfach. Entweder natürlich über die Fernbedienung oder direkt am Gerät. Und wir brauchen einfach nur hier einmal kurz draufdrücken, dann sind wir im Menü. Ja? Sehen Sie das? Und da kann ich jetzt über alles, was ich möchte, einstellen. Einfach hier über den Drehregler. Wir sehen jetzt hier natürlich hier das Media Center. Wir sehen FM. Wir sehen DAB+. Wir sehen CD. Ja, weil hier, das da ist das CD-Fach. Und hier Informationscenter. Da kann ich einstellen zum Beispiel, was für Informationen ich im Standby-Betrieb haben will. Ein AUX-Anschluss für externe Geräte haben wir auch noch. Hier ist die Bluetooth-Fähigkeit und hier die verschiedenen Einstellungen noch. Und dann sind wir schon wieder zurück beim Internetradio. Ich muss dir aber sagen, es ist trotzdem leicht verständlich. Ne? Du hast ja nur diesen einen Drehregler, wo du dann immer schön mit Bildern durchs Menü geführt wirst. Das gefällt mir besonders gut. Richtig, auch. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Also man sollte natürlich nicht überfordert sein mit der Technik heutzutage. Ja. Und das bist du bei diesen Geräten nicht mehr. Es ist für jeden machbar. Und du siehst, es sieht schick aus. Ja. Hat jetzt übrigens, eine Option habe ich noch vergessen, die Möglichkeit, sich damit wecken zu lassen mit seinem Lieblingssender. Und das ist natürlich auch etwas Schönes, ja, wenn ich zum Beispiel auch mal im Schlafzimmer benutzen will. Weil im Schlafzimmer möchte man ja vielleicht auch mal schöne Musik hören. Das stimmt. Mir gefällt das übrigens sehr gut, dass wir hier so viele Optionen haben, weil die meisten modernen Radios mit Internet und DAB+, die haben halt leider keinen CD-Einschub. Aber ganz viele haben eben noch CDs. Und warum soll man die wegtun, wenn man da seine Lieblingsalben hat? Und hier haben wir eben alles miteinander kombiniert. Es sieht fantastisch aus, muss man auch hier ganz klar sagen. Dann natürlich der Preis, der stimmt einfach. Für so einen Klang, für so eine Ausstattung würden Sie normalerweise mindestens zwischen 300 bis 400 Euro ausgeben. Hier jetzt für 123,45 Euro ist das auch mal ein schönes Geschenk, finde ich. Jetzt auch mal an Weihnachten denken, wenn Sie da so Musikliebhaber sind oder auch einen in der Verwandtschaft haben, zum Beispiel die Ehefrau. Ja, da kann man da auch mal eine schöne Freude mitmachen. Ja, mit Sicherheit, da macht man jedem eine Freude. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Hier sind wirklich alle Abspielkomponenten miteinander verbunden. Und wenn man jetzt heutzutage ein neues, modernes Internet oder DAB Plus Radio haben will und aber trotzdem nicht auf seine CD verzichten will und auf älteres FM-Radio, dann braucht man normalerweise zwei oder drei Geräte. Hier ist alles in einem vereint und da werde ich wirklich jahrelange Freude dran haben. Übrigens, wichtig, wir hören
hören's am Klopfen jetzt. Holzbauweise, ja. Aha. Das ist in einem Holzchassis drin und dementsprechend, das erklärt auch, warum dieser Klang so, toll ist, ja. Die Bestellnummer für unser schwarzes Radio ist die ZX1810 und die 569. Unser Stereo, Internetradio mit CD-Player, DAB Plus, natürlich Bluetooth und CD. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte es gerne für die Küche haben, da will ich auf einen guten Klang nicht verzichten, aber meistens ist die Küche dann doch ein bisschen anders eingerichtet, vielleicht auch die weiße Front. Hast du das gleiche auch noch in weiß mitgebracht? Ne? Richtig, also das ist das baugleiche Gerät, nur jetzt in weiß. Und ich habe einen anderen Sender eingestellt, aber da kannst du ja wirklich zwischen 15.000 und 30.000 Sendern kannst du hier wählen. Aber man sieht auch deutlich diese ganzen Informationen, die hier noch mitkommen. Du siehst es, das ist eben das Phänomenale. Und ich bin ja wirklich Elvis-Fan. Ich meine, ich glaube, das wissen unsere Zuschauer, die öfter zuschauen. Das habe ich ja, mache ich ja keinen Hehl draus. Ja. Und dieser Sender, der ist bei mir ganz, also du kannst ja so Favoritenlisten erstellen. Ja. Der ist bei mir an Nummer 1 Favoritenlisten. Ja. Weil den höre ich ab und zu mal wieder. Und dann ist wieder gut mit Elvis. Dann gehe ich wieder auf Schwarzwaldradio oder ich suche, und das macht manchmal auch viel Spaß, mir neue Sender aus. Was auch ganz interessant ist, mal in den asiatischen Raum zu gehen, ja. Ja, und dort Radiosender zu hören. Man hört dort auch englischsprachige Titel, aber plötzlich kommen natürlich auch die asiatischen Lieder. Und das ist für uns so ein bisschen fremd, aber ich finde es ganz interessant, das mal anzuhören. Ja. Filipinos, ja, die haben eine ganz interessante Musikkultur. Da meinst du immer, also für uns Europäer klingt das so, als wäre der Sänger oder die Sängerin oftmals kurz vorm Selbstmord. Das ist alles so melodramatisch, wenn die singen. Aber ich finde es unglaublich interessant und es macht Spaß. Ja, einfach mal über den Tellerrand schauen und auch mal schauen, was hören andere Länder und andere Kontinente, vielleicht auch den neuen Lieblingssender entdecken, wo man zuvor gar nicht wusste, dass es die gibt. Und ich meine, bei 30.000 Internetsendern, da hat man die Auswahl, da freut man sich dann auch morgens, der erste Gang zum Radio, wenn man aufsteht. Für mich gehört ja Radio auch immer noch dazu. Klar, ich bin zwar in einer anderen Zeit geboren und ich streame auch meine Musik liebend gerne, aber ich bin da auch ziemlich oldschool. Morgens gehört für mich einfach Radio dazu, weil ich mag einfach die Mischung aus Musik und natürlich aus den Nachrichten, dass man immer gleich gut informiert in den Tag startet. Und wir alle wissen, dass solche Internetradios normalerweise super teuer sind. Jetzt bei uns hier für 123,45 Euro, da machen sie einfach alles richtig. Und der Klang ist wirklich, also ich muss nochmal sagen, Ralf, das hätte ich echt nicht gedacht. Bei so einem Preis denkst du immer, na, ist man skeptisch. Aber der Preis, das ist ja der Klang ist ja der Wahnsinn. Ja, der überzeugt sofort. Ich habe die auch, als ich sie zum ersten Mal eingerichtet habe, muss man am Anfang machen, mit dem Internet verbinden. Aber das geht 2 Minuten. Einfach ihr Internetpasswort eingeben und dann passiert alles andere von allein. Ja, und dann habe ich den angemacht, habe erstmal so ein bisschen an der Musik, an der Lautstärke rumgedreht und habe gedacht, wow, ist das ein hervorragender Klang. Klar, 40 Watt Musikspitzenleistung. Wir haben hier dieses Holzchassis, das sorgt dafür. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, diese Anlage sieht auch unglaublich toll aus. Ja. Ja, das ist was Edles, das kann man überall hinstellen. Also ich hab mein Internetradio zum Beispiel neben meinem Esstisch auf der Fensterbank. Mhm. Ja, und dann kann ich immer vom Stuhl, kann ich da schön rübergreifen. Ja. Ja, und kann dann natürlich noch ein bisschen an den Sendern rumspielen. Und wenn ich da mal einen gefunden habe, den ich da hören will, dann lasse ich ihn einfach und genieße diesen tollen Klang. Also, Sie sehen, diese zwei Radios, egal ob schwarz oder weiß, das ist einfach die Zukunft. Hier mit dem Internet verbunden, wir haben verschiedene Wetterdaten, wir können Finanzdaten uns anschauen, während das Gerät ausgeschaltet ist. Und sobald es eingeschaltet ist, ist es natürlich ein unglaublicher Musikgenuss. Ich finde es auch interessant, wie das hier auf dem Display immer wechselt zwischen Informationen und dann natürlich die Uhrzeit. Ne? Man ist immer bestens informiert. Richtig. Sieht super schick aus. Hier sehen Sie übrigens nochmal beide Bestellnummern in der Übersicht. Das schwarze Radio mit der Bestellnummer ZX1810 und der 569 und weiß mit der ZX1812 und der 569. Bitte bedenken Sie aber auch, dass die 123,45 Euro nur 2 Stunden gültig sind. Ja, denn nur so lange ist der TV-Sonderpreis gültig. Deswegen seien Sie hier schnell. Und es lohnt sich natürlich auch hier zuzugreifen, ganz klar. Ne? Also jetzt gerade in der Weihnachtszeit überlegt man ja auch, worüber
könnte sich der Beschenkte freuen. Und es macht ja auch Sinn, bei solchen tollen Radios zuzugreifen. Man darf sie auch selber beschenken. Also, ja? Weißt du, ich denke in der heutigen Zeit, wir haben ja fast schon alles. Und wenn wir sowas sehen, dann leiste ich mir das selber. Ja? Eben, ja. Gönnen Sie sich das auch mal. Sie werden sich freuen, dann endlich wieder das Radio einzuschalten. Und es gibt hier so viele Möglichkeiten, ob vom ganz kleinen Radio angefangen, was man auch unterwegs nutzen kann, aber dennoch nicht auf die Qualität verzichtet. Oder eben dann die großen, hochwertigen Internetradios fürs Wohnzimmer, für die Küche. Und dann natürlich auch noch die Möglichkeit, die Lieblings-CDs endlich wieder mal anhören zu können, was ja auch nicht mehr selbstverständlich ist in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit. Es gibt kaum noch Radios mit einem CD-Anschub. Deswegen finde ich das hier ganz toll und das für diesen super Preis, der jetzt für Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer freigeschaltet ist. Aber viele sind natürlich auch die Generation, die sagen, CDs finde ich toll, Internetradio auch, aber ich bin noch mit Schallplatten aufgewachsen und für die hast du uns auch was mitgebracht. Ja, und Schallplatten haben ihren Charme und der Charme ist so groß, dass moderne Künstler wieder dazu übergehen, nicht nur online ihre neuen Werke zu produzieren, ja, sondern auch per Vinyl. Und hier haben wir eine schöne Musikanlage, ein Plattenspieler, ein 4-in-1 Plattenspieler und ich gehe jetzt mal zu ihm hin, um Ihnen diesen zu zeigen, weil der hat mich schon mal begeistert. Du hast hier die Möglichkeit, natürlich wieder deine alten Schallplatten anzuhören. Mhm. Aber wir werden gleich noch darauf kommen, noch viel, viel mehr. Ich gehe einmal nach vorne. Und wir sehen einfach sehr übersichtlich gemacht von vorne hier die ganzen Optionen, die ich habe. Und da sehen wir schon mal, ich habe hier Phono, also Plattenspieler. Ich habe ein Tape. Das heißt, ich kann hier auch Kassetten, alte Kassetten, oh, wow, noch hören, ja, wieder abspielen. Ich habe aber auch modern USB, SD-Karte oder Bluetooth-Fähigkeit. Und ich habe hier auch noch Radio. So, und dann FM oder FM-Stereo. Und jetzt geht's ganz einfach. Ich schalte es ein und wir sehen, Moment, kleinen Moment, einmal einschalten. Na, siehst du, das hat sich noch ausgemacht. Jetzt einmal eingeschaltet und dann gehen wir gleich mal, sagt er mir guten Tag und jetzt sind wir schon mal auf Phono. Du siehst, hier ist eingestellt Phono. Und jetzt kann ich meine alten Schallplatten mit einem hochwertigen Tonabnehmer wieder anhören. Und das machen wir jetzt mal. Rate mal, was für eine Platte ich aufgelegt habe. Lass mich raten, Elvis. Du bist gut im Raten. Wo ich das nur wusste, oder? Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Moment. So, jetzt hören wir hier durch die internen Stereo-Boxen schon mal die Musik. Das ist schon mal richtig schön. Aber ich habe hier die Möglichkeit, und so ist das eigentlich auch gedacht, wenn ich jetzt alte Bausteine habe oder eine alte Anlage, dann habe ich hinten Stereo-Cinch-Ausgang. Und dann schließe ich das an meine großen Boxen an. Und dann habe ich natürlich den phänomenalen Klang. Aber ich habe endlich wieder die Möglichkeit, mit einem hochwertigen Plattenspieler hier meine Schallplatten abzuspielen. Und das ist schon mal phänomenal. Und ein Plattenspieler für unter 200 Euro wäre schon ein Hammer. Ein Plattenspieler unter 100 Euro ist fast undenkbar. Stimmt. Aber für 66,45 € ist es fast nicht machbar. Wir machen es machbar. Aber jetzt sind wir nur beim Abspielen. Musikkassette, Schallplatte, Radio. Aber wir können hier auch, und das sind ja analoge Medien, Schallplatte und Kassette, wir können die auch digitalisieren. Und da sehen wir hier unten USB-Steckplatz. Und jetzt kann ich natürlich, ich gehe jetzt mal zwischen rein, normal mache ich das vor dem Lied. Jetzt kann ich hier einfach per Record, ich drücke hier auf Record, dann braucht er ein paar Sekunden, bis er fertig ist. Dann digitalisiert er jetzt automatisch genau das, was ich jetzt abspiele, wird jetzt auf dem USB-Stick digitalisiert. Das ist ja der Hammer. Du, Ralf, ich dachte ja, für 66 Euro kann ich einfach nur Schallplatten anhören, weil ich kenne diese Schallplattenspieler, die werden im Internet momentan so teuer gehandelt. Aber jetzt habe ich hier nicht nur einen Schallplattenspieler, ich kann die Kassetten abspielen und ich kann das sogar noch digitalisieren. Richtig, und das wirklich so unglaublich einfach. Ich brauche natürlich ein Speichermedium, einen USB-Stick oder auch eine SD-Karte, da geht das genauso. Mhm. Ich habe mich jetzt halt einfach nur für den USB-Stick, weil die so klein und zackig sind, entschieden. Und vor allem, weil er orange ist, dass man auch sieht, ich habe jetzt extra keinen schwarzen genommen, dass man hier auch deutlich sieht, da ist ein USB-Stick drin. Hier vorne sehen wir auch noch weitere Anschlüsse. Externes Gerät, AUX. Das heißt, wenn du einen MP3-Player noch hast, den kannst du anschließen. Kopfhörer kannst du natürlich auch anschließen. Das Ganze jetzt in bestem Musikgenuss auf ihrem Kopfhörer anhören. Und Bluetooth-Fähigkeit ist auch noch wichtig. Also auch hier
kann ich ganz einfach streamen, wie du es vorhin gesagt hast. Jetzt werden einige Schallplatten nicht mehr so ganz hundertprozentig klingen. Wir haben dieses symptomatische Knacken und Rauschen. Jetzt will der ein oder andere das vielleicht ein bisschen minimieren. Und da haben wir hier jetzt mit im Paket diesen Audio-Restaurator Pro 10. Ach, den gibt's gratis noch mit dazu? Den gibt's gratis mit dazu. Hammer. Und damit kannst du jetzt eben alte Medien wieder ein bisschen auffrischen. Wenn also das Kratzen und das Scheppern zu viel ist, dann kannst du das wirklich rausfiltern hiermit und du kannst die Musikstücke auch bearbeiten. Das geht alles. Und jetzt schau dir diese Leistungen an und den Preis und dann kann man auch gut verstehen, dass diese Kundenbewertung, die wir haben, absolut top ist. Ja, schauen wir uns mal gemeinsam an. 5 Sterne natürlich. Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber es überrascht mich auch nicht. Ne? Also was anderes hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass über 90% der Käufer unsere Anlage als sehr preiswert empfunden haben. Weil für 66,45 Euro, nochmal, Sie bekommen nicht nur einen Schallplattenspieler, Sie können damit die Kassetten abspielen und Sie können sogar diese Medien digitalisieren und sogar auch noch bearbeiten mit Hilfe dieser Software. Die ist gratis für Sie heute noch mit dabei, wenn Sie jetzt bestellen. Und das alles für 66,45 Euro ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, oder? Finden Sie nicht auch? Also ich denke da jetzt speziell auch an meine Oma. Die hat ja die Schallplatten geliebt. Und es war bei uns früher immer ein Heiligtum. Ich durfte keine Schallplatte berühren als Kind. Das war ein Heiligtum. Ich muss sagen, ist für mich heute noch ein Heiligtum. Da ist man ganz vorsichtig, weil wenn so eine Schallplatte mal zerkratzt war, dann war sie einfach kaputt. Ja? Und ich habe so Schätze, hier eben auch meine kleine Elvis-Sammlung, die ich hüte wie meinen Augapfel. Aber hier kann ich sie eben wieder abspielen. Übrigens nicht nur LPs, die Älteren werden sich erinnern, es gab auch Maxi-Singles und es gab Singles. Und das Wichtige daran war immer, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Umdrehungsgeschwindigkeit. Ja, habe ich schon mal von gehört. Weil es gab wenige Rock'n'Roll-CD oder CDs, sage ich schon, Schallplatten, die waren auf 78 Umdrehungen. Mhm. Ja, und aber die Schallplatten, die Langspielplatten, waren auf 33 1/3 Umdrehungen. Okay. Und Singles waren auf 45 Umdrehungen. Das klingt kompliziert. Und dementsprechend muss ich natürlich hier die Geschwindigkeit anpassen. Wenn ich jetzt mal Elvis auf 45 laufen lasse, hört sich das ein bisschen Mickey Maus-mäßig an. Ja, ein bisschen. Also man hört es jetzt anders. Gleich beim nächsten Lied. Achtung, wenn ich da jetzt Vollgas gebe. Achtung, jetzt gehen wir mal noch auf 78. Das klingt nach den Chipmunks, oder wie die hießen, nach diesen kleinen Eichhörnchen. Aber das klingt schon schöner, das gefällt mir besser. Und was wir hier jetzt auch machen können, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, es gab ja natürlich bei den Tapes, das haben wir jetzt gerade gesehen, also bei den Musikkassetten, gab es auch Schätze. Diese Mixtapes, oftmals haben wir Jungs uns unglaublich angestrengt, wenn wir ein Mädel imponieren wollten, ihre Lieblingslieder auf eine Kassette zu kriegen. Oh. Und das war gar nicht einfach, ja, weil ganz einfach, du musstest warten, bis es im Radio kam, im richtigen Moment auf Record drücken. Also da hängen Emotionen dran. Aber was auch wichtig ist, sind die ganzen Hörspiele für Kinder. Du hast mit Sicherheit auch solche Hörspiele in deiner Kindheit, wahrscheinlich schon die Hörspiele, die deine Mutter gehört hat, auch gehört. Was war es bei dir? Also ich habe immer Bibi und Tina gehört, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, TKKG. Ich habe da noch eine ganze Sammlung davon, 3 Fragezeichen. Und was auch manchmal passiert ist, ich habe mir das natürlich auch so gemacht, ich habe mir die Charts aufgenommen, habe dann immer gehofft, dass der blöde Moderator nicht über mein Lieblingslied quatscht. Und manchmal, ja, dann haben sich die Kassetten, dann ist dieses Band lose geworden, dann musste man immer mit dem Bleistift oder mit einem dünnen Finger immer so rein, das und das weißt wieder auffällt. Na klar, ich bin mit Kassetten auch, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, ne, mit meinen 32. Nein, aber ich finde es schön, dass wir hier eben alles wieder hören können. Und jetzt auch, warum ich das vorhin angesprochen habe, mit den Hörspielkassetten, das auch digitalisieren kann. Weil jetzt, guck, heutzutage, ich glaube, Bluetooth-Lautsprecher sind in jedem Kinderzimmer oder zumindest irgendwas per USB zum Abspielen. Auf jeden Fall. Und jetzt digitalisierst du diese Hörspiele als Erwachsene und vererbst es jetzt weiter, aber nicht mehr als nur als ursprüngliche Kassetten, sondern eben auch als digitales Medium. Richtig. Und ich kann dir sagen, meine Frau hat zum Beispiel meiner Tochter einen ganzen Koffer
Ja, das war, es gab früher so Kassettenkoffer mit Hörspielen vererbt. Ja, das waren so Würfel. Von allen Seiten konnte man die Kassetten da reinstecken. Sowas hatte ich. Das war oftmals mit CDs. Das habe ich auch unten im Regal stehen. Mit Kassetten gab es das auch. Aber es gab auch so einen Koffer. Und in dieser Koffer, ich glaube, es sind über 40 Musikkassetten, die meine Frau meiner Tochter gegeben hat. Und ich denke, meine Tochter wird sie auch irgendwann meiner Enkelin geben. Jetzt hört sie es noch und auch mein Enkel hört es noch. Aber das ist eben, das wird vererbt. Aber man sollte es natürlich jetzt digitalisieren, weil das analoge Zeitalter ist musiktechnisch einfach zu Ende. Es ist digital alles viel einfacher. So, jetzt alles, was außen rum ist mit dem Digitalisieren, lassen wir mal beiseite. Nur ein Plattenspieler wieder zu bekommen für 66,45 Euro ist der Wahnsinn. Mhm. Es sind Stereo-Lautsprecher drin, aber es besteht die Möglichkeit, per Stereo-Cinch den an einen Verstärker oder an eine andere Anlage zu koppeln. Und dann habe ich praktisch unendliches Volumen, das, was eben Ihre Anlage hergibt. Retten Sie Ihre alten Schätze und nehmen Sie den Elvis sogar mit ins Auto. Das ist ja dann auch cool. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Jetzt wären wir noch ein Stück weit größer, professioneller. Also das ist jetzt auch eine schöne Anlage fürs Wohnzimmer, ne? Das ist mein absolutes Highlight, weil das ist ein Traum eigentlich. Diese Anlage ist ein absoluter Traum. Schon allein der Plattenspieler. Hochwertiger geht es gar nicht mehr, wenn man sich den anschaut. Und ich werde ihn mal einschalten. Dann sehen wir schon mal die ersten Optionen, die ich meine. So. Einmal eingeschaltet und jetzt achten wir nur mal auf verschiedene Sachen. Erstens mal auf den Tonarm, der hat hier hinten, und das hatten nur die allerteuersten Plattenspieler auch früher, ein Gegengewicht, mit dem ich die Empfindlichkeit des Tonarms einstellen kann. Wir haben hier vorne auch eine, da sehen wir das auch mit dem Licht, mit einer Laufgeschwindigkeitskontrolle hier. Und da sehen wir auch, wenn die übereinander stimmen, dann ist es perfekt, weil ich kann hier, und das hatten früher wirklich auch nur die Ultra teuren Plattenspieler. Ich kann die Geschwindigkeit manuell verändern. Das war besonders wichtig, wenn ich gefadet habe bei DJs oder ähnliches, wenn die ein Lied ins andere reingefadet haben, dann haben die langsamer oder schneller gemacht. Und jetzt lasse ich den Tonarm eigentlich einfach mal nach unten und du wirst gleich hören, wir haben natürlich, rate mal, was für eine Platte drauf. Ganz schwer, ich würde mal vermuten Elvis. Natürlich. Ich liebe ihn einfach, der hat noch klasse Musik gemacht. Eine Fernbedienung ist natürlich auch mit dabei und ich muss jetzt wieder ein klein wenig leiser machen, weil ich möchte Ihnen auch mal im Display zeigen, was wir alles haben. Also hier, Plattenspieler, der ist extra klasse. Es gibt für mich wirklich keinen besseren Plattenspieler als diesen derzeit in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn wir weiterschauen, was noch alles möglich ist, und dazu mache ich einfach die Platte mal aus, ich unterbreche ihn, und dann sehen wir hier über die Bedienelemente am Gerät. Das Gleiche ist natürlich auch auf der Fernbedienung. Wir haben DAB+, ja, das heißt Digitalradio und FM. Wir haben CD. Das haben wir hier, das CD-Fach. Wir haben USB und SD, USB-Stick, SD-Karte, hier drüben, da sehen Sie es. Also auch ein MP3-Player drin, da ein AUX-Eingang, hier Kopfhörereingang. Obwohl hier mit den Boxen ist das natürlich hervorragend. 80 Watt Musikspitzenleistung. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier die Phono-Einstellung, das ist also der Plattenspieler. Dann Tape. Hier auf der Seite ein Kassettenrekorder. Ja, AUX, das ist das, was ich gerade gezeigt habe, und Bluetooth-Fähigkeit. Also alles vereint, was man heutzutage möchte. Und das ist für mich sensationell. Und jetzt haben wir gerade gesagt, bei der Anlage vorher, es lässt sich auch digitalisieren. Und das gucken wir uns hier jetzt auch nochmal an. Ich brauche einfach nur einen USB-Stick wieder. Und den stecke ich jetzt mal rein. Ich hoffe, ich habe ihn richtig rum. Gucken wir mal, so müsste er reingehen. Ja. Jawohl. So, und jetzt hören wir uns mal die Platte von Anfang an an. So, wir gehen mal runter. Das war auch immer so ein Kunst, das zu zählen. Boah, der Klang, das ist ja der Wahnsinn. Ich will aber den Anfang. Siehst du, von der Seite ziehen. Ist ja, allein schon dieser eine Ton hat ja gereicht, um zu hören. Jetzt hör das mal an. Weißt du, und so macht es auch wieder Spaß, deine Lieblingsmusik zu hören. Weil hier Klang rüberkommt, hier kommen Gefühle rüber. Und jetzt möchte ich noch, ich möchte ein klein bisschen zerstören, weil ich möchte dir diese Funktion noch zeigen. Pass mal auf, ich mache es jetzt minimal langsamer, ganz langsam. Achtung. When I feel like this.
Hörst du den Unterschied? Ja. So kann ich eben leichte Unebenheiten oder so ausgleichen. Aber Achtung. Was ist? Ich bin jetzt wieder richtige hoch in der Geschwindigkeit. Da ist man sich bestimmt sehr oft sehr nahe gekommen, ja, ne, ja, zu dieser Zeit. Ganz, ganz sicher. Und es sind auch Love Songs, Elvis Forever. Eine ganz tolle Schallplatte. So, jetzt hören wir das in allerbester Qualität. Aber ich möchte zum Beispiel diese Schallplatte auch mal mit ins Auto nehmen. Ja, wird mit einer Platte, war früher schwer, ist heute schwer, geht nicht. Ja, aber auch hier kann ich digitalisieren. Und das unglaublich einfach. Ich habe jetzt ja das Speichermedium drin, USB, und hier siehst du Record. So, und jetzt drücken wir hier drauf auf Record und dann wirst du hier sehen, dass er sagt, warte einen kleinen Moment. Das mache ich also, bevor ich die Platte auflege nochmal. Er richtet jetzt meinen USB-Stick und gleich zeigt er mir, das geht ein paar Sekunden, und gleich jetzt zeigt er mir USB. Siehst du hier das Blinken? Mhm. Und jetzt nimmt er mir das Lied, was gerade läuft, oder die Kassette, die gerade läuft, auf als MP3, also er digitalisiert es. Siehst du? Und ich muss überhaupt nichts mehr machen. Ich kann jetzt sogar beim Digitalisieren die komplette Langspielplatte durchlaufen lassen. Und ich habe dann nicht eine MP3, sondern er trennt diese MP3s, diese Lieder voneinander. Das ist später dann viel einfacher, klar, weil ich dann einfach per Weiterdrücken an das nächste Lied kam. Das war früher nicht so einfach. Da musstest du dann immer wieder die nächste Rille suchen. Aber ich bin Fan von dieser Anlage. Die erfüllt meine Jugendträume. Also ich bin früher als Jugendlicher vor solchen Plattenspielern gestanden und habe mir gedacht, kann ich mir niemals leisten, weil das waren Firmen, die hergestellt haben, die für mich damals unbezahlbar waren. Ja, das lag dann im 3, 4, 5, 600 D-Mark-Bereich für damalige Verhältnisse. Viel, das entspricht heute knapp 600 Euro. Ja, das wäre so ein regulärer Preis nur für den Plattenspieler. Aber hier haben wir ja eine komplette Stereoanlage, die wirklich alles kann. Sie kann Bluetooth-fähig. Sie hat USB, sie hat SD, dann Musikkassetten, Radio, DAB+, also Internet, Digitalradio, und dann natürlich noch diesen hochwertigsten Plattenspieler mit den Optionen, die wirklich nur die teuersten von teuren Geräten haben. Allein schon dieses Lichtspiel hier im Plattenteller ist phänomenal. Das Gegengewicht vom hochwertigen Tonabnehmer. Und wir merken das auch an dem Arm, ja, wie der ausbalanciert ist. Also wenn ich jetzt mal mit dem Arm nach unten gehe, achten Sie mal auf die Sanftheit. Ja? Schauen Sie mal dahin. Boah. Ja, da kratzt nichts, da scheppert nichts, das schlägt nicht auf. Das ist genauso ausbalanciert. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die Empfindlichkeit selber noch mal zu justieren mit dem Gewicht hinten am Tonarm. Und sowas gab es nur bei für mich unbezahlbaren Geräten. Und ich bin froh, dass wir sowas jetzt mal bezahlbar machen können. Also das wird Ihre neue Anlage zu Hause. Natürlich die Lautsprecher Holz, ganz, ganz klar, weil nur da bekommen wir den perfekten Klang und natürlich auch eine sehr übersichtliche Fernbedienung, mit der ich sämtliche Optionen hier auch einschalten bzw. abschalten kann. Also ich muss ja sagen, der Elvis sah nicht nur gut aus, er konnte tatsächlich auch echt hammergute Musik machen. Und was mir jetzt natürlich auch gefällt, ist nicht nur der Klang, sondern auch der Preis. 246,95 Euro. Das fasziniert nicht nur Ralf, nicht nur mich, sondern auch die Fachpresse. Denn wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 430 Euro. Wollen wir uns mal anschauen, was die Presse darüber geschrieben hat? Das machen wir hier. Das Testurteil. Sehr gut. Es gab fast 5 Sterne mit dem Fazit, das umfassende Spektrum an kompatiblen Musikformaten und Datenträgern führt zu einem sehr guten Ergebnis für die Musikanlage. Die Pearl-Tochter Auvisio hat im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern ganze Arbeit geleistet. Das führt dazu, dass Funktionalität, qualitative Leistung und Bedienung zu einem sehr positiven Preis-Leistungs-Verhältnis führen. Ein wirklich nützliches Produkt. Ja, also nützlich ist ja fast schon ein bisschen untertrieben. Ich finde, bei dem Preis, da bleiben keine Wünsche mehr offen, oder? Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil bei dem Testurteil hier sehr gut, daher bin ich komplett einverstanden, 4,8 von 5 Punkten. Ich weiß jetzt nicht, wo 0,2 Punkte hier abgezogen werden. Ich kann es ja auch nicht sagen. Das ist für mich ein Traumgerät. Und jetzt schauen wir uns das auch gleich mal an. Vielleicht das Design der Fernbedienung.
Ach, irgendwas. Ich weiß es nicht was. Für mich gibt es 5,1 Punkte, weil es absolut der Hammer ist. So, jetzt hören wir uns das aber mal an, was wir gerade digitalisiert haben. Und jetzt nehme ich den Tonarm wieder hoch. Ich mache es mal ein bisschen lauter schon. Kleinen Moment. So, wir gehen aber hoch, um zu zeigen. Und wir sehen auch hier Auto-An- und Abschaltung. Das ist ganz, ganz klar. Ja, das hatten auch nur die teuren Geräte. Und jetzt gehen wir auf den USB-Stick. Hier sehen wir USB. Und da drücken wir jetzt mal drauf, USB-Mode. Und jetzt liest er meinen Stick aus. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann hören wir jetzt Elvis von hier, nicht mehr von oben. Ja, Reading, Achtung, er liest es aus, wird es gleich finden. Und dann kann ich es abspielen. Und das ist eben hier, da sehen wir es, Volume Setting, gehen wir hoch, jetzt Play. Und dann habe ich eben hier vier Lieder, habe ich jetzt schon drauf. Achtung. Ja, das kommt jetzt vom USB-Stick? Ja, du siehst ja, keine Platte. Das ging aber schnell, ne? Also ganz einfach auch das Digitalisieren. Das ist für jeden machbar. Man denkt ja immer, und Sie vielleicht auch zu Hause, dass das Digitalisieren schwierig wäre. Es ist nicht Das wird schwer. Uns auch immer vermittelt, dass man dafür einen Fachmann braucht, der dann teuer Geld dafür verlangen darf. Nein, du brauchst die richtige Anlage und dann einen USB-Stick, die kosten heute gar nichts mehr. Ja? Den einstecken und dann habe ich es eben digitalisiert. Jetzt kann ich es übertragen an meinen Rechner. Ich kann es mitnehmen ins Auto. Die neuen Autos haben alle USB-Steckplätze. Mhm. Ja? Also das ist einfach toll. Guck hier, der zweite Teil, den wir aufgenommen haben. Ja? Also du siehst, wie einfach das ist und wie ich sag mal, klanggewaltig diese Anlage ist mit ihren Optionen. Nochmal, alleine der Plattenspieler, der hier oben ist, wäre für mich 250 Euro wert. Eher mehr. Ja? Ja. Nach oben gibt es da keine Grenzen. Aber was wir hier noch Zusatzoptionen haben, wir haben ja hier auch einen internen Verstärker, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Die Lautsprecher mit 80 Watt Musikspitzenleistung von der Anlage her. Bluetooth-Fähigkeit, DAB Plus Radio, Plus FM Radio, also auch die Zukunft des Radios. Radios ist hier schon eingebaut und dann natürlich die modernen Abspielmedien neben Schallplatte und Musikkassette, das waren die etwas älteren Abspielmöglichkeiten, haben wir jetzt die modernen. Wir haben den USB-Stick, der jetzt gerade läuft, wir haben die SD-Karte und wir haben Bluetooth-Fähigkeit. Diese Anlage begeistert jeden, die wird auch Sie begeistern. Und wenn Sie sagen, komm zu Weihnachten, gönne ich mir mal was, weil ich glaube, wir denken das ganze Jahr oftmals an die anderen. Auch ich überlege natürlich, was schenke ich meinen Kindern, was schenke ich meinen Enkeln. Aber machen Sie sich auch mal ein Geschenk und damit kann Ihr Traum wahr werden. Wenn es Ihnen geht wie mir, als Jugendlicher, also wenn Sie ungefähr mein Alter sind, als Jugendlicher stand man vor solchen Schallplattenspielern und hat gedacht, wow, wäre das schön, wenn ich mal so einen hätte. Und jetzt können Sie sich einen holen, also einen Traum wahrmachen und das in einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und deshalb machen Sie das bitte hier, weil das ist für mich das Nonplusultra, was es derzeit gibt an Moderne mit Nostalgie gemischt, an Klangqualität und auch an Optik. Weil schauen Sie mal, wie toll auch diese Anlage aussieht. Ja? Also ich finde, diese Anlage sollte auch einen ganz besonderen Platz im Wohnzimmer bekommen. Das könnte Ihr neuer Hingucker im Wohnzimmer sein. Und da wird man auch drauf angesprochen. Ne? Weil sowas siehst du eigentlich wirklich nur bei den Profis, bei ganz großen DJs. Also das ist wirklich der Hammer. Und dann auch noch mit den beiden Boxen. Ja, die kannst du ja auch irgendwo platzieren. Muss man ja nicht unmittelbar daneben stellen. Es ist einfach was ganz Hochwertiges, was normalerweise über 400 Euro kostet, 430 Euro. Und jetzt bei uns für 246,95 Euro, versandkostenfrei. Und bei diesem Gerät speziell, da überschlägt sich auch hier die Fachpresse. Das müssen wir ganz klar mal sagen. Und was hier die nächste Fachpresse geschrieben hat, das schauen wir uns auch mal gemeinsam an. Und da sehen wir es. Oh, die PC Go, schauen Sie mal, top aktuell. Das ist jetzt genau jetzt erst erschienen. Die Note sehr gut, Preis-Leistung sehr gut. Fazit, die Auvisio-Anlage ist ein gutes Gerät für Anwender, die zwischen analogen und digitalen Audiowelten wandeln möchten. Eine Restaurationssoftware gibt es gratis mit dazu. Das ist der Hammer, da ist wirklich alles dabei. Das ist ganz aktuell, das können Sie jetzt ja nachlesen. Wir sind ja jetzt im Oktober 2019. Lesen Sie ruhig mal nach, weil das begeistert einfach jeden. Und ob Sie es als Weihnachtsgeschenk verschenken oder Sie es selbst
selbst einfach mal was gönnen. Machen Sie das, aber warten Sie nicht zu lange, denn die TV-Sonderpreise sind ja immer nur 2 Stunden gültig. Ja, und ich habe in der Zeit mal den USB-Stick gewechselt. Ich habe gedacht, jetzt machen wir ein bisschen Partymusik. Ich habe dich lange genug mit meinem Elvis gequält. Nee, mir hat Elvis gut gefallen. Dann lassen wir das mal laufen und machen hier auch ein bisschen Party. Okay. Ja, und das ist eben auch schön, du kannst hier alles machen, über USB, über SD, über Bluetooth, alles, was du möchtest, oder dann natürlich die Schallplatten laufen lassen. So, jetzt muss ich schauen, hat dann ausgelesen, jawohl, und jetzt starten wir ihn natürlich und Achtung, hier mal ein bisschen moderner und jetzt können wir auch mal ein klein wenig aufdrehen, du siehst, boah, wir sind Hammer. Noch lang nicht oben, aber dieser Klang ist einfach phänomenal. Hast du was gesagt? Nö. Muss ich jetzt echt mal so sagen, das ist der Hammer. Die macht auch Spaß, die Anlage. Die macht richtig Spaß. Also, und ich finde, das ist auch, das bringt so Generationen auch zusammen, ne? Weil Schallplatten ist ja jetzt wieder aktueller denn je. Und beziehungsweise Schallplattenspiele. Ich sehe das ja auch überall auf den Flohmärkten, wie teuer jetzt mittlerweile auch Schallplatten gehandelt werden. Das ist ein ganz, ganz großer Hype, ganz toll im Kommen. Und jetzt bei uns für 246,95 Euro alles dabei, was Sie brauchen. Die Boxen, der Audiorestaurator. Natürlich können Sie die Medien nicht nur anhören, sondern auch digitalisieren. Was wollen Sie denn mehr? Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. Und wenn Sie gesagt haben, Mensch, was war noch mal Ihr erstes Produkt? Kein Problem, wir fassen natürlich für Sie noch mal zusammen. Und mit unserem kleinen Digitalradio to go haben wir begonnen. Ja, ein Digitalradio zum Mitnehmen, ein Taschenradio, Akku betrieben mit 10 Stunden Akkulaufzeit, das DAB Plus fähig ist, das aber auch FM natürlich hat und auch als Bluetooth-Lautsprecher einsetzbar ist. Und Sie sehen, klein und handlich und vor allem auch bezahlbar. Mhm. Man kennt ja, ich glaube, von Digitalradios einige Preisgestaltungen, die liegen da bei Hunderten von Euro. Hier für 28,45 Euro. Das ist also ein absoluter Glücksgriff für alle, die DAB Plus Radio auch mobil haben möchten. Und den Glücksgriff, den gibt es mit der ZX1821 und der 569 für 28,45 Euro. Die Lieblingsradiosender rauschfrei genießen, egal wo sie sind, das geht hier und da vor allen Dingen für 28,45 Euro selten so günstig gesehen. Wer es ein bisschen größer und vor allen Dingen noch vielseitiger haben möchte, der sollte hier zu unserem Internetradio greifen. Ja, und das haben wir in schwarz als auch in weiß. Deshalb bitte auf die Bestellnummer achten, aber Anne-Kathrin wird es Ihnen am Ende noch mal sagen. Gerne. Aber das ist nicht nur ein DAB Plus Radio und FM Radio, also digital und analog, sondern auch ein Internetradio. Gleichzeitig Bluetooth-fähig. Gleichzeitig Wetter oder andere Informationen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, per USB abzuspielen. Wir haben die Möglichkeit, Musik, CDs abzuspielen. Und das alles in einem Gerät. Sie entscheiden einfach nur, möchten Sie das Schwarze oder möchten Sie das Weiße? Das ist für mich, für gerade Küche oder Esszimmer, ist das das perfekte Gerät, wenn man Musik- bzw. Schrägstrich-Radio-Liebhaber ist. Das schwarze Radio hat die Bestellnummer ZX1810 und die 569. Und für das weiße Radio bestellen Sie bitte die ZX1812 und die 569 für einen fantastischen Preis von 123 Euro. CDs habe ich noch ganz, ganz viele. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele auch noch Schallplatten haben. Ja, und hier haben wir die einfachste und günstigste Art, wieder einen Schallplattenspieler nach Hause zu holen. Aber dieser Schallplattenspieler kann viel mehr. Platten abspielen, Musikkassetten abspielen, diese auch digitalisieren, wenn man dann eine bisschen schlechte Tonqualität, dann haben wir noch eine Software dabei, Audio-Restaurator Brotsehen, um das wieder gut klingen zu lassen. Aber hier ist auch ein Radio drin. Es ist ebenfalls ein Kassettenrekorder mit eingebaut. Also ich kann auch die alten Musikkassetten wieder abspielen. Sehr einfach zu bedienen mit internen Stereo-Lautsprechern oder mit einem Stereo-Cinch-Ausgang. Das heißt, ich kann das auch an meinen großen Verstärker oder große Lautsprecher anschließen. Und für mich im Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, schon allein nur ein Plattenspieler für 66,45 Euro wäre phänomenal. Ich finde, der Preis von 66 Euro steht zu gar keinem Verhältnis. Das müsste normalerweise das Dreifache kosten. Allerdings gelten die 66 Euro nur jetzt und die nächsten 2 Stunden. Und wir reiben uns jetzt schon die Hände, weil das ist einfach, das lässt keine Wünsche mehr offen. Ne? Nein, ein Traum wird wahr, eine Stereoanlage, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Schon allein der Plattenspieler ist mehr als 250 Euro wert. Mit allen Optionen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe.
Wir haben hier natürlich ein Hauptgerät, das viel mehr auf dem Kasten hat. Hier sehen wir das CD-Fach, unten USB, SD-Karte, Bluetooth-Fähigkeit. Digitalisieren kann ich damit, Musikkassetten kann ich damit abspielen. Wir haben DAB+, also Digitalradio, ebenfalls schon integriert zu FM-Radio. Und damit bleiben keine Wünsche offen. Der Klang, ich glaube, den haben wir jetzt ausgiebig gehört, ist phänomenal. 80 Watt Musikspitzenleistung, das ist einfach mein Nonplusultra. Und wenn du nicht weißt, was du mir zu Weihnachten schenken sollst, hier, da steht's. Einfach, brauchst du gar nicht groß verpacken. Sie sind aber sehr bescheiden, Herr Janssen. Ja, natürlich, ich nehme es mit bescheiden. Auf. Mal gucken, ob du auch brav bist. Aber das ist natürlich ein Wunder. Könnte es scheitern mit dem Bravsein. Es ist natürlich ein wunderbares Geschenk, keine Frage. Da sollten Sie jetzt aber wirklich schnell sein. Die ist super beliebt bei unserem Sortiment. Die Bestellnummer, das ist die ZX1811 und die 569. Die Fachpresse hat sich hier überschlagen. Wenn wir wirklich die ganzen Pressemitteilungen vorlesen wollten, müssten wir die Sendung noch eine Stunde verlängern. Geht natürlich nicht. Wir machen keinen auf Thomas Gottschalk und überziehen hier. Aber Sie sollten jetzt ganz schnell zum Telefonhörer greifen und bestellen und anrufen. 0180 51 51, und dreimal die 2 ist hier für die Telefonnummer. Und das überzeugt. Der Klang ist der Wahnsinn. Der Preis ist der Wahnsinn. Und Sie sollten jetzt ganz, ganz schnell sein, bevor die anderen schneller sind als Sie. Also viel Spaß beim Musik genießen.